Hallo und herzlich willkommen zu neuen Karten. Folge. Dein Hearthstone Folge natürlich. Und zwar mit dem Abenteuer Karasan. Und wir fangen jetzt an, den Salon zu betreten. Schauen, was uns da erwartet. Okay, drei Bosse. Ich bin Morose, der Turmwärter von Karasan. Ich brauche eure Hilfe. Medivh wurde entführt. Nur mit den Portalen in der Turmspitze können wir ihn und das Fest retten. Okay. Ohne Medivh herrscht im Turm Chaos. So, der Tafelsilbergolem. Was hat das für Fähigkeit? Ruft einen Teller 1-1 herbei. Ja, geht er noch. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Oh, was? Mit meinem eigenen Deck, ey? Ach du Scheiße. Da bin ich wieder gefordert gerade. Mein Krieger, mein Krieger. Ich weiß nicht mehr, welche Decks welche sind. Ich nehme sag mal den hier. Hoffen wir, das ist ein gutes Kriegerdeck ist von mir. Das ist ja nie meine Krieger, der kriegt im Namen auf Speicher, ich weiß, was das wäre. Garrosh gegen den Tafelsilbergolem. Darf ich zum Tanz bitten? Okay, wir sehen schon, welches Deck das ist. Den mal weg, bitteschön. Den brauche ich schon zu Anfang an auf dem Feld zu haben. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ah, der hat null, der kann immer. Ach, scheiße, der kann immer verrufen. Das Silber hat sich gegen uns verschworen. Es ist angerichtet! Was? Der haut es mit dem Löffel. Ups, Diamant kaputt. So, dann haben wir mal. Okay, langsam habe ich sicher ein bisschen viele Gegner auf dem Feld, verdammt. Oh, was? Also, der Täter. Oh, nee, der bufft sich. Ah, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, es kommt jetzt. Okay. Ja, okay, jetzt habe ich ihn auf der Hand. Ja, jetzt haut meine Verteidigung weg. Das ist doof jetzt natürlich, weil er noch kein Leben verloren hat. Weil ich natürlich Schild habe und kein Leben verloren. Okay, jetzt müssen wir. Hoffe, ich bereue es nicht irgendwie. Wahrscheinlich bufft es gleich alle Teller mit einer Karte. Teller Ansturm. Oh. Also Vorteil ist ja mal 1-1. Ich habe mal einen Gutaft in meinem Deck drin. Ich muss nur ziehen, bevor ich tot bin. Okay. Mein Cartoon müsste noch 2 Angriff mehr haben. Oh, 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 oh. Jetzt hat er bis 4 Angriff im Feld. Okay, wie er voll drauf geht, ey. Der kann aber auch seine Karten mehrmals benutzen, ne? Drei Löffel auf dem Feld. Ich weiß, es ist eine Verschwendung, aber ich muss jetzt unbedingt.
Schauen, dass ich auf 10 komme, damit ich die Sportkarte spielen kann. Und vielleicht finde ich ja bis dahin sogar noch. Ach du Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Ach du Scheiße. Ja. Ich glaube, es ist gleich vorbei, wenn ich hier nichts was mache. Ich muss jetzt meinen Grußschwipf ziehen. Habe nicht gezogen. Scheiße, wir haben ein Problem, echt? Wir haben echt ein Problem. Ich blute für Kato. Okay, warte mal. Der bufft doch die alle, hä? Ja. Er kommt! Das war's. Wenn ich Glück habe, überlebe ich die Runde noch. Aber nur, wenn ich Glück habe. Vorteil ist, er kann nicht mehr. Ja. Ja, bufft ein bisschen mich. Er greift in ein kleines Wesen, okay. Steht auf Face, okay. Ein Tässchen Tee. Ja, super. Ja, spiele ich die Sportkarte jetzt, geht an dir vorbei. Ja, muss sie verschwinden, ne? Das Festmahl der Seele beginnt jetzt. Kommt, ihr Kleinen! Sie haben einen Angriff mehr. Er kommt! Er kommt nach voll vorbei. Gut, ich kann Cartoon nachher spielen. Also, wenn ich das Spiel gewinne, dann ist es ein Hahn zusammen. Was, Teil? Okay. Ja, jetzt muss ich muss Cartoon spielen. Oh, wei, wei. Wenn das nicht knapp war. Wow, zum Glück hatte er nur einen Teller. Okay. Ja, okay, ich glaube. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Das war ein Erbstück. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Seid ihr mein Meister? So, jetzt haben wir ihn so Grund und Boden, ey. Und tschüss! Ja, kannst du wohl laut sagen. Dabei sah es so schlecht für mich im Moment aus. Schöne Bescherung. Aber am Ende habe ich gesiegt. Sehr gut. So geht das. Sehr gut. Okay. Na gut, aber ich würde sagen, wir lassen das heute mal zu dieser kürzeren Folge. Oder, ja komm, nee, wir schauen uns noch den zweiten Boss an. Er hat den Spiegel verzaubert, damit er den Gästen Komplimente macht. Aber ohne den Meister, ihr werdet ja sehen. Okay. Das sind vier Fähigkeiten, Passivfähigkeiten, Verruf an Kopie 1-1 von jedem ausgespielten Diener. Was? Ach du Scheiße. Ja, trotzdem. Was der macht? Der ruft eine Kopie herbei. Wie übel sind das denn bitte? Wobei. Das kann sein, dass er so dadurch sein Deck wieder vollmüllt, ne? Oder tot. Aha. Schon mal die Konterwaffe für die 1-1 kopieren. Ah, ist gut. Oh, das ist natürlich übel.
Das ist ganz übel, wenn er gleich ein Mana wählen. Also Buff ist fast Verschwendung, ne? Da habe ich gesagt, warte mal ab, was er macht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Hm. Ihr jedenfalls nicht, ihr Vogelscheuche. Ja, das war klar, dass für die später kommt. Jetzt hat er noch zu viel Schaden mit dem, ne? Was macht mir Schaden und dann zieht noch eine Karte? Ist das für eine Schweinerei? Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Okay, wir haben ein deutliches Problem gerade. Ah, meine werden auch kopiert. Wie geil ist denn das denn, bitteschön? Ah, meine werden auch kopiert. Wird der Kampf schon auch kopiert? Komm. Okay, der ist gleich weg. Wie zum Kampfschrei. Nefarius wird bald ankommen. Ich wage nicht daran zu denken, wie er reagieren wird. Ja, wahrscheinlich erbost. Ihr meint wohl eher Speckfarius. Ja, klar. Das könnte aber auch Vorteil sein. Ich blute für Kato. Ich blute für Kato. Da kann ich mal Kato noch ein bisschen buffen, ne? Das hier bereit? Seid ihr für das hier bereit? Das werde ich dann noch sehen, ne? Ich hab das Kriegsbeil ausgedrückt. Oh, weiß wie geil das jetzt hier. Diese kommt jetzt hier ganz geil jetzt. Hört ihr seinen Ruf? Spürt meinen Schmerz. Jetzt kriege ich Cartoon 2 gebufft. Hört gut hin. Hört gut hin. Ja, wir haben schon auf 10, sehr gut. Okay. Das Festmahl der Seele, das Festmahl der Seele beginnt jetzt, ihr Kleinen. So, und jetzt? Machen die alle? Saschus 1. Lauft schon mal los. Okay. Er kommt! Er kommt! Herr Kuthin! Herr Kuthin! So, jetzt muss mal ein Sportzell vorbeikommen. Okay, wie der extra immer unterschiedlich angreift. Okay, aber dann können wir noch eine Karte verletzen.
Warte mal, ich mache es so. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass meine Karten stehen bleiben. Oh, ich kann nochmal Karten ziehen. Oh nein, jetzt überziehe ich mich, ich Depp. Das war nicht überlegt. Das war nicht überlegt. Ich hoffe nicht, dass er mir die Karten weghaut. Nein! Wieso? Oh, wie ätzend. Oh, wie schade. Oh, weißt du was? Warte mal. Das war's. Okay, jetzt war nicht so geplant. Zum Theater geht es diese Treppen hoch. Genau. Jetzt haben wir doch noch beides gemacht in dieser Folge. Ach, wie schön. Interessante Karten haben die hier neu. Na gut, aber die letzte Hürde werden wir dann erst in der nächsten Folge nehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis dann und tschüss.